Hallo, Freunde des gepflegten Gaming. Ich habe hier gerade meinen Spaß. Ich spiele, wie man sieht, den Surgeon Simulator 2013. So. Ich versuche mich hier an der Nierentransplantation. Herz-OP habe ich schon geschafft. Niere noch nicht. Da greifen wir mal hier beherzt zu. Na. Weg damit. Da. Fisch. Du sollst weg hier, du Blödes. Genau, und das Glas hat kommen, tun wir direkt auch mit weg. Okay, ich habe vorhin schon rausgefunden, wo ich hier durchtrennen kann. Das wäre einmal da und da. Aber ich konnte hier leider die Gedärme irgendwie nicht entfernen. Das heißt, wahrscheinlich ist es so wie bei jeder guten OP, erstmal alles, was im Weg ist, auf Seite. Heißt für mich, ich nehme hier wieder diese Kreissäge. Eines meiner Lieblingswerkzeuge. Aber heißt für mich auch, ich nehme erstmal das Glas hier weg. Ja, oder auch nicht. Nein! 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 So. Cheers. Diese Gläser, die können alle mal hier irgendwo. Da komme ich mir vor wie dieser Koch bei der Muppet Show. Smörebröt, Smörebröt. Der schmeißt die Sachen auch mal durch die Gegend. So, wie muss ich jetzt meine Hand positionieren, damit ich da einigermaßen zugreifen kann? Vielleicht so. Toll. Was ist los? Caramba. Der Patient verliert ein bisschen Blut. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier gewollt ist. Wir machen hier mal groß. Oh! Eieieiei, Scheiße! Gut, dann. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas hin in der Kürze liegt die Würze. Wie bekannt. Oh. Smörebröt, Smörebröt, pam, 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 pam. Ja, komm. Ich hab das doch vorhin auch durchtrennt. Ja! Ups, Entschuldigung. Und das auch durchtrennt. So, prima. Und wieder reingelegt. Also hier schön ordentlich. So. Greifen wir mal hier mal zu und. Ja. Naja. So, jetzt hier mal die Gedärme rausholen. Komm schon! Oh, Digga! Also. Ich packe es nicht. Help me! So, dann passen wir hier mal so rein.
Och Mensch, Leute. Warum denn nicht? Oh, der hat noch ein Liter Blut, der Kollege. Wie viel waren es mal? 8 oder so? Ne, 4 Liter. Komm, ich streichel dich mal ein bisschen. Tut mir leid, Kollege. Ist gleich vorbei, du hast es gleich geschafft. Life is a bitch, sag ich nur. Vielleicht hast du das nächste Mal einen wirklichen Chirurgen und nicht so einen Typen wie mich, der dich operiert. Ach so, nächstes Mal wird's nicht geben. Schwester? Schwester? Hier stimmt was mit dem Patienten nicht. Sie können mir den nächsten bringen. OP fehlgeschlagen. Und dabei ist alles so gut gelaufen. Brutalen Mord geschafft in gerade mal 5 Minuten 35 Sekunden. So schnell ist mir der Patient noch nie verstorben. Naja. Ich bleib am Ball, ich versprech's. Es kann nur besser werden. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube. Bis dann. Macht's gut, Leute. Ciao.